Opium und Traumatherapie. Ich hatte das ja letztens schon angedeutet und es gehörte zu einer meiner wichtigsten Erfahrungen meiner Homöopathieausbildung bei Peter Gino, dass der Peter, nachdem er uns mehrere Jahre in seine Form von miasmatischer Homöopathie eingeführt hat, irgendwann mal kam und sagt, er müsse uns jetzt mal was erzählen, was er jetzt erfahren hätte in den letzten Monaten und Jahren. Und wir sollten uns davon jetzt mal nicht gleich frustrieren lassen, aber es wäre wichtig, dass er es mit uns teilt, weil nach seiner Erfahrung wären 30-40% aller Klienten, die zu uns in die Praxis kommen, traumatisiert. Und Systeme, die traumatisiert sind, können nicht nach den herkömmlichen Gesetzmäßigkeiten behandelt werden. Also so, wie wir normal miasmatische Therapie gemacht haben, wie wir es bei Gino gelernt haben. Und es war schon nicht einfach genug, diese Methode zu verstehen, geschweige denn anzuwenden. So wäre es eben erstmal bei 30-40% der Patienten gar nicht möglich, weil solange die in einer Traumastarre sind, die Systeme nicht so reagieren, wie sie normalerweise reagieren. Und das gilt im Grunde nicht nur für die Methode Gino, sondern man kann sagen, das gilt eigentlich für jede Methode. Ein System, was traumastarr ist, ist nicht nach den herkömmlichen Gesetzmäßigkeiten, ob homöopathisch oder auch psychotherapeutisch zu behandeln. Darum wird bei mir auf dem Fragebogen, so wie wir das hier heute Morgen hatten mit dem Gluten und dem Weizen, immer auch getestet, ob es eine traumatische Belastung gibt. Und je nachdem, ob es eine traumatische Belastung gibt oder nicht, richtet sich die Primärtherapie aus. Also wenn jemand eine traumatische Belastung hat, kriegt er eben nicht Pulsatilla, weil er weint und blonde Haare hat, sondern er kriegt dann ein Mittel, was sich an seiner Traumabelastung, sprich an seiner Traumastarre orientiert. Sprich, es wird dann getestet, was noch alles getan werden muss, um ihn aus dieser Traumastarre rauszuholen. Und erst, wenn er aus dieser Traumastarre raus ist, wird dann nachgetestet, was er jetzt eigentlich für seinen persönlichen Prozess braucht. Also wer von euch irgendwann mal nach dem Modell Stetteler arbeiten wird, da wird man ja dazu aufgefordert und geschult, frei nach Hahnemann, Pariser Zeit, für jeden Patienten ein Mittel für seine miasmatische Belastung zu finden, dann für jeden Menschen sein persönliches Mittel zu finden, für sein persönliches Anliegen, für seine persönliche Problematik und dann aber als drittes auch immer sein Reaktionsmittel zu finden. Und wenn man einen traumatisierten Menschen hat, der sich im Zustand der Traumastarre befindet, dann ist dieses Reaktionsmittel immer ein Traumamittel. Normalerweise haben wir ja die Reaktionsmittel Sulfur, Hepasulf, Carbo Animalis und Carbo Vegetabilis, manchmal noch Nux Vomica, das sind so die klassischen Reaktionsmittel im Modell Stetteler. Wer hat denn von mir schon mal die ganzen CDs gekriegt? Ich hatte sie schon mal irgendjemand in die Hand gegeben. Ne, hatte ich schon zigmal, aber egal, denn nicht von euch. Aber man kann die zum Beispiel bei Martin auch relativ preiswert erwerben. Dann hat man das ganze Seminar über Hahnemanns Anwendung mehrerer Mittel gleichzeitig in seiner Pariser Zeit, wo dieses Modell Stetteler einfach beschrieben wird und wo auch beschrieben wird, dass das Modell war, mit dem Hahnemann die letzten 10 Jahre in Paris eigentlich ausschließlich gearbeitet hat. Hast du diese CDs wieder zurückbekommen? Ich glaube, ich habe sie wieder zurückgekommen und dann habe ich sie wieder irgendjemand gepumpt und ich weiß leider nicht, wem ich sie gepumpt habe. Das ist mein Problem. Aber du könntest, hör mal zu, du könntest den Peter Rosser fragen. Ja, Peter. Dem habe ich sie mal gegeben und der hat sie, da könntest du mal nachfragen. Okay. Ja, gut. Wenn wir testen, oder im Gespräch ein Gefühl dafür entwickeln, dass jemand Trauma erstarrt ist, dass ein System in seiner Reaktionsfähigkeit durch das Trauma behindert ist, sollten wir wissen, welche Möglichkeiten es gibt, einen Menschen aus diesem Trauma herauszubringen.
Ich hatte eine sehr schöne Erfahrung in meiner Behandlung mit Melanie. Darüber darf ja Melanie gar nichts erzählen, aber ich darf alles erzählen. Und es hat mich sehr berührt, weil ich bin ja in meinem Leben sehr, sehr oft traumatisiert worden. Ich habe ja viele, viele, viele schwere Traumata in meinem Leben gehabt. Und ich merke das auch, dass ich auf schlechte Nachrichten unadäquat heftig reagiere. Ich fühle mich dann immer wie so ganz zentral erschrocken. Ich habe zum Beispiel auch so eine Traumageste, die haben ganz viele traumatisierte Kinder ihr Leben lang. Ich bin im Büro, bitte irgendjemand um was und der ist ängstlich, hat Angst, meine Bitte nicht erfüllen zu können. Und viele Menschen reagieren ja dann in so einer Situation mit Angstbeißung. Die sagen nicht du, oh mein Gott, Andreas, das überfordert mich gerade, habe ich dafür noch einen halben Tag Zeit und sei mir nicht böse, ich mache das aber gerade nicht. Sondern die sagen dann, Apple ist scheiße. Und statt dann zu sagen, entschuldige, darum geht es jetzt gerade überhaupt nicht. Ich finde Apple schön und ich möchte bitte, dass du mein Apple ehrst. Sag doch vielleicht, dass dir Apple Angst macht, weil du das nicht so kennst. Aber was mache ich? Bis jetzt, es wird besser. Ich mache dann so eine Bewegung und verlasse rückwärts den Raum. Das mache ich selbst in meiner Beziehung, doppelter Skorpion, da kommt schon mal so ein Wort etwas klarer und dann ist, das nennt man den Moro-Reflex. Den haben Kinder und irgendwann bildet der sich aber bei denen zurück. Wenn du aber als Kind schwer traumatisiert bist und ich bin ja bei meiner Geburt gestorben, eigentlich war ich tot, dann haben sie mir bei meiner Geburt mein Steißbein richtig abgerissen. Abgerissen. Das hängt da hinten irgendwo rum. Ein Chirurg wollte mir das mal rausnehmen, weil er sagte, das brauchen sie sowieso nicht mehr. Das macht ihnen nur Beschwerden. Ja? Ich bin auf diese Welt gekommen in einem Zustand totaler Todesangst. Ich hatte die Nabelschnur um den Hals. Ich war blau. Ich wurde mit so einer riesen Zange aus meiner Mutter herausgezogen. Meine Mutter wurde dabei total zerrissen. Das habe ich ja alles mitgekriegt, ja, alles mitgekriegt. Und die Welt ist primär jetzt nicht so auf den ersten Blick so was Tolles, sondern für mich war Welt bedrohlich. Für mich war Bewegung bedrohlich. Ich war eine 10-pfündige Beckenendlage. Für mich war mit dem Arsch zuerst bedrohlich. Für mich war Übergewicht bedrohlich. Für mich war Bewegung bedrohlich. Da zerreiße ich nämlich meine Mutter. Und das macht ein Erschrecken, ein Schock, und das könnt ihr euch merken, macht ein Erschrecken. Wenn ihr im Grunde nicht testet, warum auch immer, dann solltet ihr auf alle Fälle eurem Patienten fragen, gab es in ihrem Leben ein großes Erschrecken? Der Tod meiner Tochter war ein tiefes Erschrecken. Die Angst im Krankenhaus mit 4,5, meine Mutter ist tot, war ein tiefes Erschrecken. Und jetzt wieder zu unserer obergenialen Frau Gräfin von Alberti. Die hat mir nämlich, was sie sagt, das hat mir ganz viel zum Nachdenken gegeben. Bitte, jetzt darfst du mich korrigieren, wenn ich dich falsch zitiere. Sie hat gesagt, mein Gewebe hat ungefähr die Dichte meines Schienbeins. Gewebe sollte eine andere Dichte haben wie ein Schienbein. Dass das Schienbein dicht ist. Das ist in Ordnung. Aber mein Gewebe sollte vielleicht wie viel Prozent der Dichte meines Schienbeins haben? Viel weniger. 1% oder so, ja? Aber wie verdichtet sich Gewebe? Gewebe verdichtet sich, wenn es sich immer wieder zusammenzieht. Wenn es sich immer wieder zusammenzieht. Natürlich hat es auch was mit Basenmangel und. Aber das ist ja das, was der Reich beschreibt bei seiner Orgopathie. Dass mit jedem Schreck, mit jedem Schmerz, mit jeder Angst wird es dichter und dichter und dichter und dichter und dichter und dichter und irgendwann hast du Gewebe, was so dicht ist wie ein Knochen. Und wenn du Gewebe hast, was so dicht ist wie ein Knochen, dann brauchst du entweder solche Wunderheiler wie unsere Frau Gräfin von Alberti
Oder du brauchst andere Maßnahmen. Der Lee Wine, dieser große Traumatherapeut, ja, der lässt die Leute alle so eine Tonmeditation machen, die den Körper so durchschwingt. Oder der Lee Wine, wobei man sagen muss, der Lee Wine kannte noch kein Osflow. Der Lee Wine schickt seine Leute dann immer aufs Trampolin. Ne? Bei einer Lee Wine'schen Traumatherapie springst du ganz viel Trampolin, weil es eben auch diese Verdichtung etwas auflockern will. Und unser Osflow ist ja von einem Osteopathen, der gleichzeitig Qigong macht oder Tai Chi macht, entwickelt worden, weil der hat eine Frequenz rausgekriegt, die wirklich in der Tiefe diese zelluläre Verdichtung ganz vorsichtig wieder frei schüttelt. Alle Schüttelmeditationen, alle Zittermeditationen haben das Ziel, diese traumatisch ängstliche Verdichtung aufzulösen. Und du kannst dir natürlich vorstellen, dass wenn jemand multiple missbraucht worden ist und die Dichte seiner Labien ungefähr die gleiche Dichte ist wie seines Steißbeins, dass da irgendwie nicht so richtig viel passiert. Oder? Und da kannst du noch so viel Tantra-Massage machen und alle Punkte reiben wie blöd. Ein G-Punkt, der die zelluläre Dichte eines Sternums hat, wird nicht reagieren wie ein G-Punkt, der entspannt ist, der locker ist, der gut durchblutet ist, der einfach physiologisch vibriert, physiologisch kontrahiert. Das ist ja das Problem bei diesen Verdichtungen, bei diesen traumatischen Verdichtungen, dass keine normale Pulsation mehr möglich ist. Das Lebendige pulsiert ja, das eigentliche Lebendige pulsiert, Einatmung, Ausatmung, jede Zelle pulsiert. Aber wenn eine Zelle so verdichtet ist durch ein Trauma, kommt es nicht mehr zu diesen Pulsationen. Und da müssen wir einfach testen oder entscheiden. Frau Alberti, Leibarbeit im warmen Wasser, es gibt sogar Osteopathie oder Kranio im warmen Wasser, das ist unbeschreiblich. Wir hatten hier bei uns an der Schule jemand, der inzwischen auch Kranio-Papst geworden ist. Mit dem habe ich meine Sitzung gemacht, Kranio im Liquidrom. Das war unbeschreiblich. Die Leute, die mit uns im Sommer in die blaue Lagune gehen, das sind ja oft alles ausgebildete Therapeuten, die sagen, ey Mann, 5 Tage blaue Lagune, da erlebe ich mehr wie in 2 Jahren ambulanter Körpertherapie am Boden, im Trocknen. Also es geht eigentlich bei allen Therapien, die traumabasiert sind, darum, den Menschen aus dieser traumatischen Kontraktion oder Verdichtung wieder rauszuholen. Im Kranio gibt es ja diesen Aspekt des Kranioreflexes, des Kraniopulses. Als ich damals schwer krank war, hat meine Frau jeden Tag alleine mit meiner Leber 1 Stunde Kranio gemacht, weil meine Leber war tot. Sie hat sich angefühlt, verdichtet wie ein Tischtennisball. Und mit so einer Leber kannst du natürlich keinen positiven Gedanken mehr denken, konnte ich ja auch nicht. Und sie hat 1 Stunde diese Leber entwunden. Und irgendwann nach 1 Stunde fing diese Leber sich wieder an zu bewegen, fing diese Leber wieder an zu pulsieren. Und ich hatte für 1,5 Stunden mal einen positiven Gedanken. Weil die Grundtraumatisierung natürlich noch nicht weg war, hat sich die Leber dann immer wieder verdichtet. Aber ohne dieses einmal täglich meine Leber unwinden, ne? Was? Unwinden heißt es. Ja, Entschuldigung. Ich habe eine Rechts-Links-Schwäche. Ohne dieses einmal am Tag meine Leber unwinden, hätte ich das ganze Ding wahrscheinlich gar nicht überlebt. Hätte ich mich nach einem halben Jahr aufgeknüpft oder irgendwas. Also darauf achtet. Es ist nicht nur Opium. Aber Opium ist es in 80% aller Fälle, wo das Trauma lange zurückliegt. Ob Afghanistan. Ich habe ja viele Leute aus Afghanistan, ja. Die schicke ich zur Osteopathie, die schicke ich zum Kranio, die schicke ich in die Lee Wine'sche Traumatherapie. Die teste ich durch. Aus der Rubrik Traumamittel. Es gibt ja im Gino eine ganze Rubrik
Schock und Trauma, aber es ist einfach unverhältnismäßig häufig Opium. Ich würde mal sagen, 80% der Fälle lange zurückliegende Trauma, Missbrauchstrauma, Geburtstrauma, schwere Unfalltraumen. Für alle, die nicht testen, einfach Opium geben bei diesen alten Traumen. Wer testet, testet die Trauma-Rubrik durch. Bei den akuten Traumen ohne Frage an Aconit denken. Darum ist ja Aconit auch in meiner Apoplex-Mischung drin. Aconit, Arnica, Hypericum. Jeder, der ein Apoplex oder ein Ding vor die Birne kriegt, wird sofort mit der Flasche nasal versorgt. Hypericum, Aconit. Alles in Q1 gibt es in einer Insel zu kaufen. Und bei allen Dingen, wo es um die Birne geht, man könnte sagen, bei allen Dingen, wo es um Nerven geht, wenn dir der Arm abgerissen wird, kannst du das auch nehmen. Schniedelwutz im Reißverschluss. Kommt ganz oft vor im Kindergarten. Du kannst ja gar nicht, aber Klitoris im Reißverschluss ist auch nicht lustig. Was? Schwieriger, aber du, bei großer Klitoris, wer weiß, gibt es manchmal auch. Du, es gibt sehr große Klitorisse, also von der Seite her kann man die manchmal auch schon an einen Reißverschluss kriegen. Oder weiß ich wie, du verstehst, was ich meine, ja. Labiale Verletzung, skrotale Verletzung. Immer wenn Nerven und Schock dazu kommt und Schniedelwurz und Reißverschluss ist echt ein Schock. Also da hast du aber echt Probleme mit. Ja, also das müsst ihr einfach wissen, sonst behandelt ihr die Leute 30 Jahre nach Müller, Antoni und Brigitte Kramp und alles wunderbar und alles schön, aber es hilft nicht. Oder macht mit den Leuten die wunderbarsten Psychotherapien, die machen eine Analyse nach der anderen, aber es hilft nicht. Weil ja dieses Trauma oft so dissoziiert ist, dass die das überhaupt nicht mitkriegen. Ich hatte einen Patienten, der hatte ein Rektalkarzinom. Und Havelhöhe, Mistel, alles schön, ich Homöopathie, alles schön. Und dann habe ich ihn, damals kannte ich Frau Gräfin Alberti noch nicht, da habe ich ihn zu einem anderen Osteopathen geschickt, zu einem Herrn Esser. Und der hat ihn rektal behandelt, weil durch die Operation, das war auch alles eng. Und ich habe ihm dann auch Pfeilchen, Salbenzäpfchen gegeben und habe ihm weiß ich was für Homöopathie gegeben. Und unter dieser osteopathischen Behandlung hat er mit einmal explodierende Bilder gekriegt, dass der von seinem großen Bruder mit irgendwelchen riesigen Bauklötzern wohl über längere Zeit rektal missbraucht worden ist. Dieser Bruder war eine ziemlich perverse Sau oder wie man das nennen will und der hatte dem immer wieder lustig und glucksend und sei bloß ruhig, sonst kriegst du noch eins in die Fresse. Hatte der dem unbeschreiblich, er fand es wohl sehr erheiternd, ständig irgendwie Bauklötzer in den Hintern gepackt, ja. Also so wie Riesendildos. Das wusste der alles nicht. Das war alles weg, das war alles weg. Der hat seinen Krebs gekriegt, weil dieses Traumamaterial sein Gewebe zerfressen hat. Darum ja auch diese Verstopfung. Diese Verstopfung hast du nicht nur nach Operation. Diese Verstopfung hast du auch nach schweren Traumatisierungen, die was mit Rektum und Anus zu tun haben. Rektal- oder anale Vergewaltigung gehören mit zu den schwersten Traumatisierungen, die es gibt. In Kriegsgebieten wird per se ganz oft rektal oder anal vergewaltigt, weil da die Demütigung angeblich noch viel größer sein soll wie bei einer klassischen Vergewaltigung. Also da seid ihr gefordert. Da kümmern sich die normalen Homöopathen viel zu wenig drum. Da kümmern sich auch die normalen Psychotherapeuten viel zu wenig drum. Das wirkt alles nicht, solange wir das System nicht aus der Traumastarre rauskriegen. Und da, jetzt habe ich genug Werbung gemacht für unsere Kollegen. Und darum, es gibt drei Körperöffnungen, die müssen einfach locker sein.
wenn die Energie fließen soll. Das ist unser oraler Raum. Zähne zusammenbeißen. Ey Mann, was glaubt ihr denn, wie viele Leute inzwischen eine Beißschiene haben? Was meint dann so ungefähr? 50%. Wie viel? 50. Meine Zahnärztin meint 70. Ja. 70%, 50% haben eine Beißschiene. Das heißt, die haben chronisch die Zähne zusammen. Warum hat man das? Weil man Angst hat. Warum hat man das? Weil man Dinge wegbeißt. Und dann kommen noch die ganzen armen Mädchen dazu, was im Grunde eine chronische Traumatisierung ist, den man im Grunde ihr Becken malträtiert hat, indem man ihnen eine feste Spange reingesetzt hat. Wie lange ist die drin? Bis zu 3 Jahren, was ich heute leider immer wieder sehe, wo ich völlig entsetzt bin. Es gibt ganz viele Erwachsene inzwischen, die sich feste Spangen machen. Und dann wundern sie sich, dass sie keine Orgasmen kriegen. Hallo? Können sie von einem Tantra-Kurs zum anderen rennen? Kommen sie nicht weiter? Das Ding ist, dass die festen Spangen mittlerweile so sind, dass man jede Woche zum Arzt muss und die werden immer nachgezogen. Ja. Das ist sozusagen die Legitimation. Es ist ja keine feste Spange, aber seit 7 Tagen... Also festes Konstrukt, also die ganz feste Spange, die gar nicht bewegt wird, das gibt es, glaube ich, ja, ganz selten oder ganz stark. Ich habe ein Gespräch mit einer Kollegin von dir gehabt aus Leipzig, die gesagt hat, Beißschienen und feste Spangen im Oberkiefer, völlig Schrott, bitte niemals machen, weil es macht hier oben alle Nähte dicht. Die ganzen Nähte gehen alle dicht. Wenn man überhaupt eine Beißschiene hat, soll man die auf den Unterkiefer packen, weil der Unterkiefer nochmal für sich autonom ist, aber diese Nähte hier wohl in Frieden lässt. Also diese Oberkiefer-Dinger, die sind so richtig horrorhaft, weil sie machen dir hier oben sämtliche Nähte zu. Was? Ja, wenn das so dicht ist, dann... Man kann sie nicht mehr richtig kicken, kann sie nicht mehr richtig denken, kann sie nicht mehr, bist du einfach... Bist du einfach Matsche, Matschepampe. Matschepampe. Du, ich sage ja nie, dass irgendwas immer so ist. Vielleicht ist es ja mal temporär gut, aber die Beißschiene löst natürlich nicht das Problem. Das Problem sollte dann eben osteopathisch, bioenergetisch, traumatherapeutisch gelöst werden. Ja, also 3 Öffnungen müssen entspannt sein. Das wissen wir ja auch von Daniel Odier. Der erzählt uns ja von morgens bis abends in seinen Tantra-Seminaren, Kiefer locker, Zunge locker, Anus locker. Kiefer locker, Zunge locker, Anus locker. Kiefer locker. Und ich meine, guck dir doch mal die Leute an in den Seminaren oder auch bei uns in der Schule. Da siehst du doch schon alleine an der Haltung des Mundes, wie das Liebesleben aussieht, ja? Also wenn dir einer gegenüber sitzt, ich hatte mal eine Lippe. Das ist alles gleich. Lippe ist Lippe. Und wenn du so da sitzt, dann kannst du dir vorstellen, wie dein Analmuskel aussieht. Das ist einfach so. Also von der Seite her nicht vergessen und bitte auch nicht peinlich sein, sondern sagen, wir testen das mal durch. Brauchen Sie da Manipulationen im positiven Sinne? Brauchen Sie Osteopathie rektal? Brauchen Sie Osteopathie vaginal? Brauchen Sie Osteopathie oral? Das, nochmal Werbung, das kann unsere Kollegin alles. Interessant ist, jetzt nicht schämen, aushalten, 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 du bist so toll. Was interessant ist, ich erlebe, dass das alles Leute im warmen Wasser viel eher machen wie als Land. Weil ganz viele von meinen Oberstudienrätinnen hätten natürlich eine furchtbare Angst, wenn du sie rektal osteopathisch behandelst, dass sie dir ein Häufchen auf die Bank machen. Das ist einfach so eine Urangst, so eine Urscham. Häufchen machen ist für uns total mit Scham besetzt, ja?
Und wenn du die dann rektal im Wasser behandelst und dann noch im Meer, gehen die natürlich total auf, weil selbst wenn da irgendwas kommt, na dann nimmst du die nächste Welle mit. Also ich habe das oft erlebt, dass Leute überhaupt erstmalig im Wasser in der Lage waren, rektale, anale Interventionen zuzulassen, um dann an Land weiterzumachen. Ne? Traumatherapie, rektal, auch für die ganz Schüchternen, die sich noch nicht mal zu Frau Gräfin trauen. Man kann ganz viel von der Traumatherapie aus dem Analring rausziehen mit unseren Onyx-Analdildos. Das sind die Steine, von denen Hildegard sagt, dass sie am meisten Angst und am meisten Depression aus dem Körper rausziehen. Und da haben wir solche kleinen Dildos machen lassen, wirklich ganz klein, tut nicht weh, merkst du nicht, etc. Ich meine, andere Leute stecken sich da sonst was rein, also, aber wir sind ja alles zarte Elfen. Da ist so ein Silberkettchen dran, sieht sehr hübsch aus. Und dann kannst du dir das einfach, wenn du Stuhlgang hattest und alles schön leer ist, mit ein bisschen Creme, schiebst du dir das ein und dann lässt du das einfach da liegen. Und die Leute berichten alle, also wenn ich hier meinen kleinen Onyx-Anal-Dildo trage, ich bin sowas von entspannt. Und ich bin sowas, ich hatte letztes Mal eine Patientin, die hat den dann sogar beim Liebemachen drin gelassen, weil sie das gar nicht gemerkt hat, so entspannt sie war, bis sie ihr Freund dann darauf hinweist, ist da irgendwas? Sagt sie, ja, ach, stimmt. Aber es war auch heute irgendwie ganz besonders schön. Also daran denken, diese Angst-Anal-Dildos gibt es bei den Kristallwelten Immo Hagedorn in Bremen. Kristallwelten Immo Hagedorn in Bremen. Man kann sich aber auch einfach in einem normalen Steineladen, es gibt ja auch diese kleinen Kristall-Anal-Dildos, kann man sich auch einen aus Onyx holen und sich damit selbst massieren. Eine Sache, auf die er schon hingewiesen hat und die mir ganz, 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 ganz wichtig ist zum Thema Trauma, wo Opium auch schon alleine was macht, aber eben, wenn der Test sagt, das muss getan werden, das Ganze nochmal unterstützt, ist das Thema Seelenrückholung. Bei schweren Traumata, 100-mal, ach 500-mal durch Test verifiziert, kommt es fast immer zu einem Seelenverlust. Und ein Seelenverlust bleibt im Traumata hängen und wir nennen es durch eine Silberschnur, ist dieser verlustig gegangene Seelenanteil mit unserem Tagesbewusstsein verbunden. Und was jetzt so doof daran ist, ist, dass du ein Trauma völlig dissoziiert haben kannst. Wie dieser Junge mit diesen Bauchklötzern. Das wusste der nicht, bis dein Kollege da ihn behandelt hat. Das kam nur, weil der Kollege diesen Teil des Muskels, in dem dieses Trauma gefangen war, gelöst hat. Das wissen wir ja von Wilhelm Reich, bioenergetischer Therapie, dass diese ganzen Traumen in unseren Muskeln im Grunde sind. So, wo komme ich gerade her? Ach ja, richtig. Und was oft passiert, und es ist teilweise völlig irre, klinisch läuft es ganz oft unter Borderliner, und da ist es hier bei mir noch harmlos. Ich nehme mal Merlin. Marvins. Und Merlin, ja. Merlin, Marvin. Kommt Marvin von Merlin? Weiß man nicht. Ja. Egal. Du hattest einen Großvater, der dich, sagen wir mal, nicht missbraucht hat, aber der dich gequält hat. Und dieser Großvater roch nach altmodisches Männerparfum. Tabak. Nach Tabak, ja, nach Tabak. Haben sie ja früher alle gerochen. So, jetzt würde ich, warum auch immer, anfangen, mich mit Tabak zu besprühen. Und du sitzt da und wir hatten bis jetzt ein total entspanntes, schönes, liebevolles, zärtliches Verhältnis. Und ich sitze hier
Und diese ersten Geruchsmoleküle, Tabak, kommen zu dir. Du hast es völlig vergessen mit deinem Großvater. Und mit einmal entwickelst du totale Angst, wenn du mich anguckst. Du hast Angst, ich würde dich sofort schlagen. Du traust dich von Tag an, nichts mehr zu reden. Du versuchst mir überall auszuweichen, etc., etc. Bis ich das Parfum wechsle und mit einmal gehen diese Gefühle bei dir weg. Also das ist das Problem von diesen Seelenverlusten, dass sie uns immer wieder in der Situation überhaupt unadäquate Reaktionsmuster bringen. Ja? Ich habe bei jeder Freundin, die mir nicht um 12 einen Smiley plus gute Nacht Kuss geschickt hat, sofort gedacht, die muss tot sein. Weil als meine Mama damals nicht mehr ins Krankenhaus kam, war mir klar, Mama kommt nicht, weil sie tot ist. Ich hätte das doch gar nicht begriffen, die kommt nicht, weil dieser beschissene Oberarzt ihr gesagt hat, sie soll nicht kommen, weil ich mich immer so aufrege, wenn sie geht. Und so habe ich das bei meinen Freundinnen auch gedacht. Ich dachte, wenn die nicht regelmäßig kommunizieren, dann sind die tot. Das ging bei mir so weit, dass wenn ich jetzt mit Marvin irgendwie verabredet, weil wir uns den neuen Bruce Lee angucken wollen und ich stehe vor dem Kino und ich habe die Karten und Marvin kommt nicht um 8. Dann gab es einen Moment, ist vorbei, habe ich nicht mehr, aber dann gab es einen Moment, so 3 nach 8, wo mir sicher war, Marvin ist tot. Der ist nicht verpeilt, der ist nicht bekifft, da hat die U-Bahn keinen Platten gehabt. Der ist tot. Der ist tot. Und wenn der denn kam, 10 nach 8, dann habe ich mich nicht gefreut, Mensch, toll, dass du überlebt hast. Sondern dann habe ich ihn angepupt. Ey, bist du bescheuert? Und dann dachte der arme Marvin, Rad ab? Wieso? Ist ja, wir haben total viel Zeit, der Film geht 15 vor los. Und ich habe mich dann dafür geschämt, dass ich ihn angepupt habe. Aber was ist real passiert? Sein Nichtkommen hat meine Idee triggert, der muss tot sein. Und da ich mich aber geschämt habe zu sagen, Mensch Marvin, bitte beim nächsten Mal sofort schreiben, du lebst, ich dachte jetzt gerade, du bist tot. Da habe ich mich jetzt aber geschämt. Ich will mich ja nicht vor Marvin so zum Horst oder zum Horst machen. Da verliert er ja seinen ganzen Respekt vor mir, wenn der denkt, ich denke, er ist tot, weil er 5 Minuten zu spät kommt. Also, was habe ich gemacht? Kompensation von Angst und Scham. Ich habe ihn angepupt. Und dann habe ich mich nochmal retrograd dafür geschämt, dass ich ihn angepupt habe und habe mir den ganzen Film die Reisegeißel gegeben. Ja? Also das ist das Problem von Seelenverlusten, dass sie dazu führen, dass wir uns im alltäglichen Leben ständig unadäquat verhalten. Ich würde mal sagen, in normalen Beziehungen macht es so 90% unserer Konflikte aus. Und von den restlichen 10% streiten wir uns 8% für unsere Eltern. Also wirklicher Beziehungskonflikt 2% von 100. 2% von 100. Also ich habe jetzt gerade eine Freundin, die versucht eine Beziehung mit einem Borderliner. Der Borderliner ist ein total netter. Und wenn ihr den kennenlernen würdet, ihr würdet sagen, darum glaubt meiner Freundin so nicht so richtig jemand, wie der sein kann, weil die können sich das alle nicht vorstellen. Der ist der liebste Mann der Welt, der ist total sozial. Man kann mit dem absoluten Mega-Sex haben. Der ist alles toll. Und du sagst ein falsches Wort. Besonders wenn du ihm nah bist und du kriegst 3 Stunden einen Shitstorm und musst nur so machen. Sie weiß jetzt zwar inzwischen, was sie alles nicht sagen darf und wie sie sich alles nicht verhalten darf. Also typische Situation, meine Freundin ist sehr fit, ist eine ganz fitte, schlaue Frau. Und sie fahren eine Straße lang. Er sagt, ja, wir biegen jetzt hier rechts ab. Und dann sagt meine Freundin, ist aber eine Einbahnstraße. Ist keine Einbahnstraße. Und dann fährt er da rein. Und steht nach 10 Minuten vor der Mauer. Sackgasse. Und statt jetzt zu sagen, du Schatzi, entschuldige, wenn ich gerade so heftig war, aber du hattest natürlich recht.
dann fängt ihr an, scheiß Straßenführung, verdammter Mist. Und dann muss sie sofort atmen, was natürlich auch auf die Dauer scheiße ist. Weil wenn sie dann sagt, Schatzi, ich hab dir doch gesagt, du willst immer rechthaberisch sein, jetzt hast du wieder was, das du auf mir rumhacken willst. Und dann muss sie nur noch regulieren, weil wenn sie denn sagt, so sprichst du nicht mit mir. Jetzt werde ich in meinen Gefühlen wieder nicht ernst genommen. Und Das geht über Stunden. Borderliner sind total lieb, aber total schwierig. Wenn ihr wirklich mal was zum Thema Borderliner lernen wollt, guckt euch den Film Mr. Jekyll und Mr. Hyde an. Mr. Jekyll und Mr. Hyde. Oder Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Das ist eine total tolle filmische Darstellung einer Borderline-Problematik. Weil Borderliner können die liebsten Menschen der Welt sein und können 5 Minuten später die absoluten Obermonster sein. Aber die absoluten. Und da musst du als Partner am besten in eine Borderliner-Angehörigengruppe gehen, um überhaupt damit zurechtzukommen. Ne? Krankenhaus Weißensee. Weil alles, was normalerweise in einer Kommunikation zwischen zwei Menschen möglich ist, ist mit einem Borderliner nicht möglich. Und wenn sie dann alles richtig macht, nicht widerspricht, atmet, wartet, dass der sich reguliert, dann kommt, und jetzt bist du wieder so therapeutisch, jetzt willst du mir wieder zeigen, dass du drüber stehst, wo sind denn da... Du kannst alles nur falsch machen. Das Einzige, was du machen kannst, ist Keller abschließen, laute Musik, Stahltür einbauen und nach einer Stunde reguliert er sich dann irgendwann mal. Ja, das Einzige, was du wahrscheinlich machen könntest, wäre sofort Daumen in den Hintern und irgendwie 10 Minuten Rektalmassage, aber dann würde er sich vielleicht entspannen, aber geht natürlich auch oft nicht. Also Seelenrückholung, bitte seid euch nicht zu schade. Und nicht zu fundamentalistisch homöopathisch bei Leuten mit schweren Traumata testen zu lassen, ob die Seelenverluste haben. Wenn ihr irgendwie die zweite Frau Kramp werdet, ihr müsst es ja nicht selbst denn machen. Ihr könnt ja jemand anders testen lassen und dann im Grunde den Schamanismus auslagern. Ihr müsst es ja alles nicht machen, wenn euch das zu blöd ist. Aber lasst den Patienten nicht krank, nur weil ihr sagt, ach, Homöopathie schafft alles. Homöopathie schafft nicht alles. 3 meiner engsten Freunden gehörten zur Crème de la Crème der homöopathischen Onkotherapie und sind alle an ihren Krebsen brutalst verreckt. Brutalst verreckt. Mein Repertorisationslehrer Erik Schwarz ist brutalst verreckt und war trotzdem einer der besten Homöopathen, die es gibt. Also leider sind wir Homöopathen da oft ein bisschen bösartig, fundamentalistisch und denken, das schaffen wir schon alle. Ja, hallo Friedhof. Also von der Seite bei Trauma immer daran denken, brauchen die schamanische Intervention, brauchen die Seelenrückholung. Bei Seelenverlusten ganz oft Besetzung, erdgebundene Seelen, Entitäten, Fremdwesenheiten. Das muss als Basis alles gemacht werden. Dann Körpertherapie, Frau Gräfin, Lee Wein, Tarima, Schulz, EFT, Nora Sonne, Wing Wave, Angela Lombard, all diese Methoden, wo du im Grunde Traumata auch auf einer seelisch-körperlichen Ebene rausklopfen kannst. Es gibt Trauma, Atta etc. etc. Aber bitte immer daran denken und wenn ihr nicht selber testet, lasst eure traumatisierten Patienten testen. Sonst macht ihr mit denen 5 Jahre Homöopathie und die entscheidenden Sachen werden nicht besser. Oder sie werden einmal bei Frau Gräfin gewesen und danach wäre der Fluss wieder da und eure Medikamente wirken 5-mal so gut. Also das war mir jetzt nochmal ein ganz großes Anliegen zum Thema Trauma. Und ich meine, in der Natur, die Natur lebt es uns vor.
irgendein kleines Tier. Oder hier in Australien sieht man es auch oft. Ist in einer traumatischen Situation. Die Gefahr ist vorbei. Das habe ich ganz oft gesehen jetzt im Fernsehen. Der Koala sitzt bei seinem Helfer und was macht der Koala? Er zittert. Der Koala zittert. Ich habe das ja immer nicht geglaubt bei meiner Frau. Die erzählt manchmal, wenn sie Patienten hat, die hat sie kaum angefasst, dann fangen die einfach an zu zittern. Und dann zittern die einfach eine Stunde und sie hält eigentlich nur den Rhythmus. Und die zittern und zittern und zittern, dann gibt sie nochmal mit einer Hand und das Steißbein. Und die zittern und zittern und zittern und zittern und zittern und zittern. Bei dieser furchtbaren Patientin, also sie war ja nicht furchtbar, es war eine total liebe Frau, von der ich euch erzählt habe, bei Leonard Shaw habe ich euch schon erzählt, die von dieser Onkelsekte 6 Tage lang vergewaltigt worden ist, von morgens bis abends 5 Frauen, 5 Männer, durchweg rund um die Uhr, weil sie angeblich eine Pforte für Satan öffnen wollten, weil da so bestimmte Sternstände waren. Und wo ich der einzige Mann in ihrem Leben war, den sie überhaupt jemals umarmt hat, die saß hier, da vorne saß sie und Leo hat mit ihr gearbeitet, nee, das war noch drüben, und Leo hat mit ihr gearbeitet und Katja hat sie einfach nur im Arm gehalten, Katja war ihre Therapeutin, und sie hat die ganzen 3 Stunden, wo Leo gearbeitet hat, nur gezittert, nur gezittert, nur gezittert, das Trauma wirklich abgezittert. Ja, bitte geht alle mal ins Internet und gebt ein OSFLOW. OSFLOW. Müsst ihr nicht, könnt ihr. Ihr wisst, alles, was ich sage, ist kein Zwang. Ganz interessant, um die Leute aus dieser Verdichtung rauszuholen. Auch in der Leibtherapie, traumatische Menschen sind bretthart. Und einfach bretthart. Nichts bewegt sich, nichts pulsiert, alles ist verdichtet. Verdichtetes Gewebe kann nicht pulsieren. Ja, ich wäre sehr, sehr froh, egal in welche therapeutische Richtung ihr geht, wenn euch diese halbe Stunde jetzt nicht in Vergessenheit gerät. Weil ich sehe, dass so viele Patienten krank bleiben infolge des Fundamentalismus ihrer Therapeuten, weil die denken, ich schaffe das nur mit Homöopathie, ich schaffe das nur mit Akupunktur, ich bin Gestalttherapeut, ich schaffe das nur mit Hypno. Ich habe in den letzten 10 Jahren, ich schätze mal, 5000 Tests machen lassen. Und es gab nicht einen einzigen Patienten, der nur getestet hat, ein Format. Nicht einen einzigen. Nicht einen einzigen. Also darum, jegliche Form von Fundamentalismus ist immer kontraproduktiv. In dem Sinne. Jetzt habe ich eine kleine Bitte.